Was zur Hölle? Minecraft, das meistverkaufte Spiel der Welt. Wir alle kennen es, wir alle lieben es. Aber wisst ihr, was wir auch lieben? Die Nintendo Switch. Und was passt besser zu einer Nintendo Switch als Minecraft? Alles. Minecraft auf der Switch ist echt schlecht. Das ist das Thema des Videos. Minecraft ist ja bekannterweise das Spiel, was jeder zumindest einmal gespielt haben sollte. Aber warum finde ich Minecraft auf der Switch so schlecht? Passt auf! Minecraft wird in zwei verschiedenen Versionen unterschieden. Die Bedrock-Version und die Java-Version. Die Java-Version ist die Version, welche euch erlaubt, allen möglichen kranken Kram mit Mods und Ressourcepaketen zu machen. Meine Fresse, ich meine, ihr könnt das einfache pixelklobige Spiel in so etwas verwandeln. Ist es doch das gleiche Spiel? Während Bedrock die Version ist, welche die Konsolenspiele abgekriegt haben. Minecraft auf Konsolen war einfach die Möglichkeit, Minecraft zu spielen, wenn du keinen gescheiten Rechner besitzt. Oder eher ein Couchgamer bist. Aber dafür, dass du gemütlich auf der Couch Minecraft spielen kannst, gibst du natürlich neben den Mods und Ressourcepaketen einige Dinge auf. Eine gute Steuerung, Performance, Mods und habe ich schon Performance gesagt? Minecraft auf der Switch läuft wahrscheinlich genauso gut wie eine Kartoffel in deiner Hand. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dafür hat die Konsolenversion im Ausgleich einen Multiplayer, der tausendmal einfacher zu erstellen ist als in Minecraft Java. Auch wenn man dafür zahlen muss. Warum ist das Erstellen eines Servers überhaupt so kompliziert in Minecraft Java? Soll ich etwa Informatik studiert haben, nur um mit meinen Freunden Minecraft für eine Woche zu spielen? Bis die Minecraft-Phase wieder vorbei ist? Ich weiß, man kann auch einen Server mieten, aber hey, bei dieser Inflation würde ich meine Prioritäten vielleicht auch für etwas anderes setzen. Wie zum Beispiel Überleben. Deshalb habe ich Minecraft für die Switch mal eine Chance gegeben und es direkt bereut. Ich meine, es hat damals nur 20 Euro gekostet, also warum nicht? Direkt am Anfang nämlich, gerade erst im Startmenü, fängt es an zu laggen. Und meine Switch ist abgestürzt. Das ist das allererste Mal, dass sowas passiert ist. Ich weiß, dass Minecraft ja viel Power frisst, aber selbst die Konsole, welche genauso heißt wie das Geräusch einer Sirene, konnte Minecraft vernünftig abspielen. Ich spreche von der Wii U. Okay, neu geladen und erstellen wir mal eine Welt. Ui, es leckt aber ein bisschen krass. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der die Joy-Cons hasst? Jedes Mal, wenn ich den Controller halte, fühlt es sich so an, als ob ich Riesenhände habe. Was gar nicht sein kann, weil ich ja eigentlich relativ kleine Hände habe. Ich habe noch nie einen solchen schlechten Controller in der Hand gehalten. Und das muss schon etwas heißen. Vielleicht ist es der Controller, der dazu beiträgt, aber die Steuerung ist echt nicht gut. Ich versuch's trotzdem mal zu spielen. 2 Stunden später. So, ich habe mein erstes Haus fertig gebaut. Ich mach morgen weiter. Ja, ich weiß, die Minecraft-Phase hält nie lange an. Wieso hat man eigentlich diese komische Minecraft-Phase, wo man richtig Lust auf das Spiel bekommt, aber nach ein paar Tagen das Spiel wieder verstauben lässt? Nun ja, ich bin kein Psychologe, aber nein, das war's, ich bin kein Psychologe. Kommen wir mal zu heute vor knapp einem Monat. Meine Nichte und meine Schwester hatten Lust mit mir Minecraft zu spielen, also taten wir das auch. Aber auf der Switch. Minecraft mit Splitscreen ist ja schon eine lustige Erfahrung, aber meine Fresse war das ein Chaos. Jedes Mal, wenn irgendjemand im Crafting-Menü ist, hat jeder andere Spieler das Gefühl, als hätte Dio persönlich die Zeit gestoppt, während wir uns im Schneckentempo weiterbewegen. Es ist grauenhaft. Und das passiert wirklich jedes Mal, wenn jemand etwas craftet. Naja, okay, vielleicht bin ich auch etwas zu hart zu der Switch. Eventuell ist die PlayStation-Version ja genauso am Laggen. Es liegt an der Switch. Ich mag die Switch ja, aber die Leistung lässt ja wirklich manchmal zu wünschen übrig. Die Nintendo Switch ist großartig, aber Minecraft drauf zu spielen ist wie zu versuchen, ein Steak mit einem Löffel zu schneiden. Es ist einfach scheiße. Der einzige Grund, warum ich diese Version von Minecraft gekauft habe, ist, weil ich dachte, es würde mir die Möglichkeit geben, auf einer tragbaren Konsole zu spielen. Aber nein, stattdessen fühle ich mich, als ob ich auf einer veralteten Handheld-Konsole von 2004 spiele. Ja, ich meine den Gameboy. Die einzigen Gründe, weshalb jemand Minecraft auf der Switch spielen sollte, ist, weil es Minecraft auf der Switch ist. Und nein, es gibt nichts anderes. Minecraft auf der Switch zu spielen, ist wie einen Kackhaufen besser aussehen zu lassen, indem man Glitzer draufstreut. Egal wie viel Glitzer du draufstreust, es ist und bleibt ein Haufen Kacke. Oh, das habe ich ja komplett vergessen. Kennt ihr Minecoins? Minecoins sind eine Ingame-Währung, welche man nur mit Echtgeld kaufen kann. Mit Minecoins kannst du coole Sachen kaufen, wie zum Beispiel Ressourcenpakete. Oder andere tolle Sachen wie Minecraft-Maps. Oder aber auch Skins. Alles, was auf der Java-Version kostenlos wäre. Wir sind Mojang und wir wollen dein Geld. Bitte kauft keine Minecoins. Also Kinder, Finger weg von Drogen und Minecraft auf der Switch. Es sei denn, ihr steht auf viele Lags. Oder ihr habt keine Wahl. Also wie ihr seht, ist Minecraft für die Switch einfach nur ein riesengroßer Fehler.